hier fürs iPad ist. Ah. Und das kann arbeiten, das auch für andere Plattformen zur Verfügung zu stellen. Warum setzt man es nach HTML5 um und sagt, ja, weil man eben dran arbeitet, ist auch. Ich denke mal, die haben halt im ersten Schritt, als ich eine Plattform vorgenommen ist, dafür gebaut. Also man hat ja gesehen jetzt an dem, was ich gezeigt habe, was man alles bedenken muss, wenn man sowas macht. Und wahrscheinlich haben die sich halt einfach die Plattform vorgenommen, die am weitesten verbreitet ist in ihrer Nutzerschaft. Und das ist wahrscheinlich halt iOS. Und das Ding ist auch, dass sie dadurch, dass sie das machen, eben auch am App Store vorbei wirtschaften können. Ja. Also Apple kassiert ja nicht nur, wenn du eine andere kaufst, sondern Apple kassiert inzwischen ja auch für In-App-Sales. Ja. Das heißt, wenn du in deiner Anwendung eine Funktion hast, einen einzelnen Artikel zu kaufen, dann kassiert Apple auch 30% von dieser Transaktion. Und ich denke mal, das war wahrscheinlich der Hauptgrund für die Financial Times, irgendwas zu bauen, was unabhängig vom App Store ist. Und da kassiert Apple nicht ab? Nee, wie? Ja, die können ja auch sagen, wir sperren diese Website für dieses Gerät. Ja. Ja, also so krass sind sie halt noch nicht drauf. Ja. Aber was ich gerade noch zeigen würde, den kann man jetzt halt auch so blättern, ja. Na, also hat jetzt nichts mit Global Storage zu tun oder so. Und dann Artikel lesen und dann müsste man halt sich hier mit seiner Financial Times ID anmelden. Die ich jetzt nicht habe. Aber letzten Endes ist das auch das, was ich in meiner Masterarbeit werde ich quasi, oder habe ich vor, sowas wie ein JavaScript Toolkit zu bauen, um solche Sachen quasi Open Source mäßig umzusetzen. Ja. Also quasi die Navigation in so einer Zeitung und Vorladen von Dateien, lokal Speichern von Dateien und eventuell auch eben noch Sharen von Inhalten oder das Einbetten von Inhalten in Boxen. Cool. Genau. Gut. Noch Fragen?